Das ist wirklich ziemlich verblüffend. Dieses schwarze Loch in Minigröße hat nur die 3,3-fache Masse der Sonne. Damit ist diese Entdeckung eines US-Forschungsteams eine ganz besondere. Denn solch ein dermaßen kleines schwarzes Loch war bislang noch nicht bekannt. Dazu kommt, es sendet weder im sichtbaren noch im Röntgenspektrum Strahlung aus. Und so sind die Fachleute überzeugt, dass dieses schwarze Loch auf eine ganz neue Klasse dieser kosmischen Objekte hindeutet. Klick zum Science and Fiction, hier gibt es täglich spannende Science-Videos, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. One, two. Herzlich willkommen. Diese außergewöhnliche Entdeckung eines US-Forschungsteams gelang auf ganz besondere Art und Weise, denn normalerweise spüren Fachleute schwarze Löcher auf, indem sie nach intensiver Röntgenstrahlung Ausschau halten. Diese entsteht, wenn schwarze Löcher Materie aus ihrer Umgebung verschlingen. Das Material wird in die massereichen Objekte gerissen und dabei erhitzt. So verraten sich schwarze Löcher also durch Röntgenstrahlung. Doch das US-Forschungsteam ging anders vor. Die Fachleute machten sich die Arbeit und analysierten die Daten von rund 100.000 Sternen der Milchstraße. Vor allem interessierten sie sich für die Spektren, die mit dem Galactic Evolution Experiment am Apache Point Observatory in New Mexico gesammelt wurden. 200 Sterne kamen dann in die engere Auswahl und wurden ganz intensiv analysiert. Hier suchten die Fachleute vor allem nach regelmäßigen Blau- und Rotverschiebungen, denn diese erlauben Rückschlüsse auf einen unbekannten Begleiter der Sterne. Die Farbverschiebungen deuten nämlich darauf hin, dass solch ein unsichtbarer Begleiter die Sterne von der Erde weg und wieder in unsere Richtung bewegt. Durch diese Methode wurde das US-Forschungsteam dann auf einen roten Riesen aufmerksam. So werden in der Fachwelt große, leuchtkräftige, aber eher kühle Sterne bezeichnet. Es handelt sich um den Stern mit dieser Bezeichnung. Die werde ich hier jetzt nicht aussprechen. Das schwarze Loch in seiner Nähe wurde also einzig und allein durch die Bewegung des Sterns aufgespürt. Eine echte Premiere. Und auch das schwarze Loch selbst ist eine Entdeckung, die überrascht. Denn es ist ebenso klein wie bislang noch kein anderes jemals aufgespürtes schwarzes Loch. Doch wie kann das sein? Das US-Forschungsteam ist sich sicher, dass es sich um eine ganz neue Klasse von schwarzen Löchern handelt. Möglicherweise ist es also nur eines von vielen, die den Expertinnen und Experten bislang alle durch die Lappen gegangen sind. Bisher ging man nämlich davon aus, dass schwarze Löcher mindestens die fünffache Masse der Sonne aufweisen müssten. Die Forschenden appellieren jetzt, die Skala der schwarzen Löcher zu erweitern, die neue Methode, schwarzen Löchern mit Hilfe der Bewegung von Sternen auf die Schliche zu kommen, sei gut geeignet, um weitere dieser kleinen kosmischen Objekte aufzuspüren. Schon ab der 2,1-fachen Masse der Sonne könnten also schwarze Löcher existieren, die aber kaum oder gar nicht mit der Materie in ihrer Umgebung interagieren. Somit gelang der erste Nachweis solch eines Vertreters ja auch erst jetzt. Das Forschungsteam aus den USA ist sich sicher, deren Folgen ihrer Anziehungskraft auf andere Himmelskörper könnte weitere schwarze Löcher dieser neuen Klasse verraten. Dazu schreibt das Autorenteam in der aktuellen Studie, möglicherweise gibt es eine Population von ähnlich verborgenen schwarzen Löchern, die durch die bisherigen Röntgenbeobachtungen übersehen wurden. Was passiert in einem schwarzen Loch? Dieses Video hier anklicken, anschauen und Dr. Watson, den mega coolen Kanal, abonnieren. Bis dann, bleibt dran.